Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Schnell weg, schnell weg. Boah, was ist das denn gewesen? Warum steht das mitten auf dem Weg? Das hat einen Totenkopf. Greift es unserem Pferd an? Nein, Plötze, komm. Komm, schnell weg. Komm her. Alter, was war das denn für ein Viech? Mitten auf dem Weg. Die Entwickler haben doch gesagt, ja, wenn ihr auf dem Weg bleibt, dann seid ihr sicher. Wir waren auf dem Weg. Da stand Level Totenkopf. Keine Ahnung, was das war. Hey. Man darf keine Sekunde unaufmerksam sein, sonst rennst du direkt in dein Verderben. 200 Meter, jetzt haben wir es fast geschafft. Boah, und hier wieder so eine geile Aussicht. Eigentlich nicht, aber naja. Es fühlt sich zumindest geil an irgendwie, oder? Ich weiß nicht. Hier so auf dem Berg entlang zu reiten. Sieht schon nicht unschick aus. Sollen wir da jetzt rüber reiten eigentlich, oder? Boah. Wo hat sich die komische Elf denn da niedergelassen, ey? Ah, hier ist die Ruine. Und da haben wir die hübsche Dame, die uns beglückt hat. Also nicht beglückt, aber entzückt. Und da unten sind, glaube ich, wieder Neckar. Neckermann. Können wir los? Ich würde diesen geheimnisvollen Elfen gern kennenlernen. Bin gespannt, ob ihr zwei euch verstehen werdet. Ich will ja nicht mit ihm ins Bett. Ich will ihn nur zu Ciri befragen. Na los! Boah, schrei mich doch nicht an. Ich höre dich doch. Ich stehe 2 Meter neben dir. Vella Glan. Vella Glan. Ach, ins leuchtet die Dame. Sie hat kein Licht beschworen, sie leuchtet einfach. Ein bisschen. Sag mir nicht, dass jetzt auch noch Monster kommen. Die wilde Jagd. Was? Phantomreiter? Das heißt, ich dachte, es gäbe sie nicht. Dann richte deinen Blick auf das Nicht-Existente. Sie haben einen Navigator bei sich. Einen was? Kannst du uns auf die andere Seite teleportieren? Ich würde uns lieber nach Hause teleportieren. Willst du denen wirklich folgen? Teleport, beeil dich. Nein, weiß nicht, ob mir das alles zusagt. Wir sind doch gerade von dem Werwolf weggelaufen, Level 7. Und jetzt haben wir Level... Level 6. Und die wilde Jagd direkt, oder was? Schnell, da kommen Monster. Folge mir. Boah, geil, wie es die Steine da reinzieht. Die runtergefallen. Oh nee. Verdammte Portale. Ich frag mich, wo Keira jetzt ist. Was hat die denn wieder gemacht, Mann? Die hängt jetzt wieder am Arsch der Welt rum, oder wie? Jetzt kommt aus dem Wasser raus. Ich kann im Wasser nicht kämpfen. Da fliegt das Köpfelein. Ah, die geben aber auch wenig Erfahrung, diese Monster. Das ist... Und wo sind wir jetzt gelandet und warum? Und wie geht denn das Tauchen nochmal hier so? Hat die einfach ein Portal gemacht, dann schreit die rum, fliegt irgendwo durch die Gegend und ich bin in so einer Höhle mit lauter Monstern. Jetzt... Mich bezahlt nicht mal jemand dafür, dass ich hier jetzt die ganzen Dinger töte. Schneller, schwimmen. Geralt, du ertrinkst uns wieder.
Wo müssen wir denn hin? Links, rechts? Ah, kann ich auf die Karte gucken? Da haben wir fettes. Gar nichts. Aha. Tja, müssen wir wohl oder übel irgendwie raten. Hier ist eine Tür. Skelett. Oliven. Was ist das denn? Das hört sich nicht gut an, was da dahinter ist. Deswegen speichere ich jetzt mal kurz einfach so. Ja. Zieh dir mal die Speicherdingers. Habe ich jetzt gespeichert? Kann ich gespeichert werden? Speichern? Speichern? Was haben wir denn hier? Mittwoch, 3. Juni, 2.33 Uhr. Ja, das könnte heute sein. Dann machen wir erstmal Schutzschild drauf. Und dann fliegt das Ding erstmal durch die Gegend. Was haben wir da? Nee, oder? Kein Werwolf. Ernsthaft? Nippling, was? Es kann sich unsichtbar machen. Verdoppeln. Da brauchen wir die Falle wahrscheinlich. Zack, Neblinge. Was das denn für ein hässliches Viech? Gollum, Gollum, Gollum. Kleines blaues Mutagen. Und wir hatten Bestiariumseintrag, der irgendwo... Da muss ich mal die ganzen Hotkeys durchgucken. Wo haben wir denn eigentlich? ÖP, Handwerk, Inventar. Ich guck gerade. Wenn das ein bisschen dauert, Charaktere, Quests, aber das stimmt schon hier. Eigentlich so. Gucken wir mal. Nekrophagen, ertrunkene Ghule hatten wir. Neblinge. Neblinge. Wenn einen im Sumpf die Nacht überrascht, bleibt man, wo man ist und erwartet den Morgen ab. Und zwar auch dann, wenn man bis zur Hüfte in ekelverseuchtem Wasser steht. Am wichtigsten, wer im Sumpf ein Licht sieht, darf niemals, und ich unterstreiche, niemals darauf zuhalten. Johannes Strutt, Reiseführer. Nebel ist der Feind des Reisenden. Im Wald lässt er ihn den Weg verlieren, auf See schickt er ihn in die Klippen. Doch solche Gefahren sind nichts im Vergleich zu den Monstern, die als Neblinge bekannt sind und die bisweilen in Nebelbänken lauern. Diese Kreaturen besitzen so kräftige Arme und Klauen wie serikanische Kinjals. Doch es ist ihre Fähigkeit zur Täuschung und Verwirrung, die sie so gefährlich macht. Oftmals müssen sie gar nicht angreifen, sondern treiben ihre Opfer einfach in den Wahnsinn oder in die Sümpfe und warten dann geduldig deren Ertrinken ab. Tja, Quen wäre ein gutes Zeichen gewesen. Nekrophagenöl natürlich und Mondstaubbombe. Bären. Bären hatten wir auch. Kennst du das Lied vom Bären, der auf den Berg stieg, um zu sehen, was sich dort zu sehen ist? Das ist der größte Unsinn, den ich je gehört habe. Wenn ein Bär einen Berg klettert, tut er das nicht, um Ausschau zu halten, sondern um zu jagen, zu töten. Janne Oldak, königlicher Jäger. Bären sind Allesfresser, was bedeutet, dass sie Menschen ebenso wenig verabscheuen wie Bären, Wurzeln und Lachs. Wenn sie Menschen verschlingen, dann sind das hauptsächlich Reisende, die unvorsichtigerweise in ihr Revier eingedrungen sind, oder Jäger, deren Ziel es ist, dieses Tier zu erlegen. Es gibt mehrere Arten von Bären, Schwarzbären, Polarbären und Höhlenbären. Sie unterscheiden sich in ihrer Farbe, aber auch in ihrer Größe und Stärke voneinander. Allen ist jedoch eine Sache gemein: die nahezu unübertreffende Fähigkeit zu töten. Und Quen. Also hier ist auch Quen. Gut. Und Quen war, was war Quen nochmal? Quen war Schutzschild. Aha. Also heißt das, Schutzschild macht an denen Schaden? Ich weiß gar nicht genau. Können wir jetzt hier gucken? War da irgendwas drin? Wenn, hier ist eine Kiste. Seide. Boah. Das ist übel hier.
Machen wir mal ein bisschen Licht. Hier geht's auch weiter. Ich weiß auch nicht, was auf der anderen Seite war. Hätten wir wahrscheinlich dieses Ding nicht legen müssen. Komm, mach Feuer. Ich zünde hier natürlich alles an, damit es schön heimelig wird. Hier können wir durch. Ach, jetzt sind wir da. Also wieder zurück am Ursprung. Können wir... Aha, das ist ein Ertrunkener. Das ist ja nicht so schlimm. Aha. Okay, ich muss öfter die Alt-Taste zum kurzen Ausweichen benutzen. Oh, giftiges Gas. Kannst du... Geralt, spring doch. Erstmal Wolf. Was jetzt, du Stück Dreck? Ja, Stück Dreck sagt das. So einfach, aber ist sie ja gar nicht. Können wir mal hier, ich will das Gedankenbeeinflussungsteil benutzen. Und erstmal Wolfsleber. Wolfsleber und Schutzschild. Wo? Den hätten wir. Und dann den will ich mal... Kann ich die Armbrust... Wie geht denn das eigentlich? Armbrust, so. Kann ich doch... Headshot. Oh, die macht so viel Schaden. Aber der backt da ein bisschen fest und... Wir töten jetzt einfach mal mit der Armbrust jemanden. Vielleicht gibt es ja ein Achievement. Gibt es nicht. So. Aha, das ist ein bisschen giftig hier. Monsterauge. Keira? Wo ist die denn hin? Jetzt müssen wir wieder hier Hexersinn verwenden. Mal gucken, wo die abgeblieben ist. Die hat sich wieder durch die Gegend portiliert. Keira? Keira, Keira, wo bist du? Mach mal an hier. Feuer, Junge. So, haben wir es einfach so angemacht. Keira, wo bist du? Irgendwie ist da ein Punkt. Ich, ah, da ist was Rotes. Keira? Geralt! Was hat die denn? Dem traue ich aber gar nicht hier. Was ist das denn? Ah, ne. Hä? Ah, eine Fackel. Lilat, geh auf! Lilat! Geralt, tu doch was! Sie krabbeln aus diesen Löchern! Wirk ein Zeichen! Wirf Bomben, tu was! Ganz ruhig, das sind nur Ratten. Ich hasse. Oh, das ist ja. Wieder mal. Mach sie weg! Ernsthaft? Oh Gott. Ach, wie genial. Die macht einfach gleich mal widerlich. Paladin-Bubble einfach an. Vernichte sie, ich bitte dich. Wirf Bomben, mach etwas. Ach, soll ich das verbrennen? Oder? Weißt du, was für Krankheiten die übertragen? Nein, zerstöre einen Monsternest, brauchst du Kartäschen-Samums oder die Bombe tanzender Stern. Ja, hab ich doch gar nicht, oder? Hab ich das Zeug? Hab ich nicht. Die greifen mich an? Ernsthaft? Widerlich. Ich hab keine Bombe. Kann sie natürlich aber auch verbrennen. Weißt du, was für Krankheiten die übertragen? Ja, kann ich mir ungefähr vorstellen. Aber du bist ja gut geschützt in deiner Blase. Puh, danke. Hast du solche Angst vor Ratten? Du hättest sie mit einem Zauber vernichten können. Na schön, ich sag nichts. Was ist denn mit dir passiert? Hier ist etwas, was den Teleport verzerrt. Ich weiß nicht, wie die so problemlos auf die andere Seite gekommen sind. Die Teleportmagie der wilden Jagd ist anders. Sie haben speziell ausgebildete Magier dafür. Sie nennen sie Navigatoren. Und wenn sie drei Steuermänner und einen Papagei haben, das riskiere ich nicht nochmal. Gehen wir.
Die wilde Jagd hat ordentlich Vorsprung, aber wir können es noch schaffen. Bist du komplett irre? Wir müssen sofort hier weg. Angst, geh zurück, ich mach weiter. Beeilen wir uns. Weiß ich nicht, beeilen wir uns einfach mal. Gehen wir. Vielleicht erreichen wir den Elfenmagier noch vor ihnen. Aber was will die Jagd von ihm? Wenn der Elf Informationen über Ciri hat, oder sie versucht hat, ihn zu finden, oder sogar zu kontaktieren, und sie gespürt haben. Na gut, gehen wir weiter. Vielleicht finden wir einen Hinweis oder eine Spur von diesem Elfen selbst. Es gibt keine Gewähr, dass die wilde Jagd in die richtige Richtung zieht. Vella Glan! Tja, jetzt leuchtet die gute Dame wieder. Erkunde die Elfenruine und suche nach Informationen über den Magier. Das tun wir. Hier sind überall Pilze. Was ist das denn? Das ist der. Das ist der Elf. Arrecht va, Gledif. Was war das? Eine Illusion? Nein. Eine morphotische Projektion. Es war eine Botschaft an Ciri. Folge dem Schwert. Was für eine Projektion? Was für eine Projektion? Sowas wie ein Briefkasten für Magier. Viel sicherer als ein gewöhnlicher Brief, den jeder auf dem Weg zum Adressaten abfangen kann. Aha. Die Nachricht war eindeutig für Ciri. Tochter der Möwe. Lara Dorrens Erbin. Tatsächlich. So würden die Elfen Ciri nennen. Aber was war das mit dem Zeichen ihres Schwerts? Ein Rätsel? Ja, aber kein schweres. Nicht, wenn man weiß, dass Ciri ihr Schwert Cirael genannt hat. Schwalbe. Bitte. Wer außer dir sollte das wissen? Das könnte der Punkt sein. Dein Elfenmagier hat die Passage gesichert und so versteckt, dass nur Ciri sie finden konnte. Er sah nicht voraus, dass jemand wie du auftauchen könnte. Trotzdem hat er ungebetene Gäste erwartet, schätze ich. Und einige Vorkehrungen getroffen. Hoffen wir, dass die wilde Jagd ein paar Probleme bekommen hat. Na dann mal los. Meinst du, es reicht, den Schwalben zu folgen? Abwarten. Abwarten. Ein alter Elfenhafen? Sie sind wohl über das Meer gekommen. Wie lange das her sein mag. Da hinten fliegt was rum. Das ist aber ein riesiger Dungeon. Ich meine. Erscheinung, Level was? Oh nein. Gut, die ist ja nicht so schwer. Mit der Falle geht's eigentlich gut. Geht gut. Amethyststaub, Smaragdstaub, Geistessenz. Okay, ich weiß nicht, ob ihr das jetzt seht gerade, aber mein Firefox hat irgendwie ein Update installiert und hat mir das Spiel einfach mal auf ein Viertel des Bildschirms reduziert. Gucken wir mal, wie wir das jetzt wieder hinkriegen. Zur Not schneide ich es raus. Wo waren das hier? Grafik, Spiel? Spiel, was? Ach, Schwierigkeitsgrad kann man noch ändern. Okay. Das ist ja schön und gut, aber ich weiß nicht, wo meine Anzeige ist. Nachbearbeitung ist es nicht. Das ist nicht. Ah, hier. War doch. Nein. Junge. Hier war doch irgendwo Vollbild. Anzeige 1. Wir haben doch eigentlich, haben wir Vollbild ausgewählt. Fenster, Vollbild. Ist ja doof. Oder ist... Ah, jetzt habe ich es wieder. Gut, ich hoffe, das ist nicht so aufgefallen. So. Vorsicht, sonst schneide ich es einfach raus. Öliger gelber Dampf ist giftig. Öliger gelber Dampf ist giftig. Ich brauche von dir keine Belehrung. Ich habe die Fuchsmorchel auch so erkannt.
Vizimir hat mir mal erzählt, dass er Igni an solchen Pitzen ausprobiert hat, als er es gerade gelernt hatte. Ein schlechter Einfall. Und dann? Tja, er hat's überlebt. Und Wunden heilen bei jungen Hexern im Handumdrehen. Kommt weiter. So, jetzt stirbt die alte Erscheinung. Komischerweise habe ich mit Erscheinungen nicht so das Problem. Er hat Igni an diesen Pilzen ausprobiert. Da ist noch eine Erscheinung. Kommen die immer wieder oder was? Oh, mein Rüstungsrot. Oh, das finde ich ja jetzt schon uncool. Nochmal kurz. Speichern wir einfach hier irgendwas. Das da. Speichern wir einfach mal. Und dann probieren wir jetzt mal Igni aus. An diesen Pilzen. Boom. Headshot. Okay, damit können wir es aber wegmachen, das Zeug. Also so schlimm ist es gar nicht. So. Da hinten ist aber noch eine Falle. Oh. Die kommen aber wieder, die Pilze. Vitalitätsregeneration. Ach so, jetzt. So. Wir müssen da schnell durch. Ja, das wollte ich nicht. So. Keine Angst, ich werde es nicht die ganze Zeit so wechseln. Diese Zeichen. Aber für den Anfang ist es ganz praktisch, weil ich noch nicht genau weiß, in welcher Reihenfolge die kommen und gehen. Haben wir hier noch irgendwas? Da oben. Da hinten ist noch eine Erscheinung. Ah, das ist hier richtig knifflig. Geht die einfach durch uns durch. Mach doch sowas mit ihm. Weg mit dir. Ah, wir müssen da hinten hin. Ah, jetzt habe ich mich wieder geklickt. Na, Igni weiß ich mittlerweile, ist Feuerschaden. Quen ist das Schutzschild. Wo ist denn die Alte da überhaupt? Erkunde die Ruinen, ja. Schön. Die Pilze wachsen viel zu schnell wieder nach. Eine Schwalbe. Wir sind offenbar richtig. Wo ist hier eine Schwalbe? Hä? Was sieht die denn? Warum sieht die im Dunkeln besser als ich? Warum ist sie jetzt wieder da? Wo war die vorhin? Ach, die hat ja ihr Licht. Damit sieht sie ja im Dunkeln. Tja, dann müssen wir da hochklettern. Hopp und hopp. Na, kannst du das auch? Irgendwie nicht so cool wie ich, aber geht. Mach mal hin, alte Frau. Kann ich ja nebenbei noch Pilze sammeln hier. Oh, da ist wieder ein Portal vom Magier. Wanderung. Schau, sieht aus wie die andere Säule mit der Projektion. Schön. Sire, die Forte Solesse Real. Sire, die Forte Solesse Real. Einzelne Kelpie. Kelpie? Meint er das Seeungeheuer? Nein. Ciri hat ihre Stute so genannt.
Das Pferd konnte offenbar rennen wie ein Dämon. Guter Name für ein Pferd. Sollen wir danach suchen? Ach, da ist eine Schwalbe. Das untersuchen wir. Bella Glan! Sirai.